Moin, moin, Leute, euer Blaine wieder hier und heute mit einem neuen Champion Spotlight oder Champion Vorstellung. Heute mit Twisted Fate. Ja, Twisted Fate ist, kann man also auf AD spielen und auf AP. Ich würde euch beides eigentlich empfehlen, aber am Ende macht sie halt mit AD mehr Schaden, bringt sie auch eurem Team mehr. Dann kommen wir mal gleich zu dem ersten Item, wenn man auf AD spielt. Da kauft man sich gleich den Doran's Blade. So. Auf welchen Lane könnt ihr gehen mit Twisted Fate? Ihr könnt Mitte gehen und Botlane. Ja, die beiden kann ich euch auch empfehlen. Dann auf jeden Fall mit Twisted Fate am Anfang den E-Skill machen. Wenn er zum Beispiel drei Attacken gemacht hat, macht er noch eine vierte. Also die vierte wird, macht dann noch mehr Schaden. Und ihr kriegt halt noch Speed, also 3% und Attack Speed dazu. Also Attack Speed 3% und Cooldowns 3%. Der W-Skill, ja. Dann gehen wir mal erst in die Mitte, dann zeige ich es euch ganz in Ruhe. Die Passive von Twisted Fate ist, wenn ihr jemanden killt, kriegt ihr nochmal zwei Gold dazu, auch Minions. Also die Vasallen hier. Welchen Skin habe ich hier? Ja, den Muskeltier. Oder wie das heißt, ja. Dabei habe ich Flash und Exhaust. Bei AP würde ich euch empfehlen, Ignite anstatt Exhaust mitzunehmen. Ich zeige es euch gleich hier. Schau, das ist jetzt die vierte Attacke. Die macht jetzt doppelten. Also nicht doppelten, sondern gewisseren mehr Schaden. Und was ganz wirklich ganz wichtig ist mit AD Twisted Fate, Leute, immer schön last hitten. Sonst habt ihr keine Chance mit Twisted Fate in dem Game. So, jetzt machen wir den Weskel. So, jetzt kommen wir gleich zu der ersten Karte. Das ist die rote. Was bewegt die rote? Der slowt mehrere und macht wirklich heftigen Schaden. Ich gehe es mal unten bei Warwick austesten für euch. Ja, ich mache nur ein Botgame, damit ich es euch leichter erklären kann. Gehen wir mal runter. Dann kommen wir auch gleich zu der nächsten Karte und das ist die Mana-Karte. Ja, wenn ihr die Mana-Karte habt, wie ihr seht, zack, füllt eure Mana wieder auf. So, danach wieder E-Skill. Und die gelbe Karte, oh, wie ihr seht, zack, stunt sie einen. Ja, das sind halt die Vorteile von Twisted Fate. Er hat keine Mana-Probleme, er kann slowen, er kann stunnen. Dann kommen wir zum Q-Skill. Ja, der Q-Skill ist so eingerichtet, das ist nur für den AP Twisted Fate. Also was ich euch sagen kann, wenn ihr AD spielt, braucht ihr den auf keinen Fall. Weil der kein AD-Schaden macht und die braucht sie Attack Speed und die Stun-Karte und so weiter. Genau. Dann kommen wir zu der Ulti. Ja, die Ulti. Also, ihr seht alle sechs. Also, ihr seht 6 Sekunden lang, wo die Gegner sind. Alle auf der ganzen Map. Aber ihr könnt euch von einer Reichweite von 5500 teleportieren. Also, es hat eine bestimmte Range. Wo ich jetzt stehe, könnte ich vielleicht ungefähr bis hierhin oder hierhin teleportieren. So, ungefähr hier in der Reichweite. Ja, dann kommen wir zu den Items. Als erstes natürlich Doran's Blade. Danach würde ich euch Berserkers Beinschienen empfehlen. Für mehr Attack Speed. Dann Stärke der drei Einigkeiten oder Trinity Force genannt. Dann habt ihr Attack Speed, kriegt ihr HP und habt ein bisschen AP, damit die Skills ganz leicht ein bisschen mehr Schaden machen. Nach dem Trinity Force würde ich ein VG-Schwert kaufen. Danach ein vampirisches Zepter. Und danach schwarzes Beil. Ja, warum schwarzes Beil? Erstens Attack Speed, zweitens Attack Damage und die Passive halt, dass ihr dann mehr Schaden macht. Schaut die rote Karte, zack, der macht AOE Damage. Ist, finde ich, auch so gut an Twisted Fate. Ja, danach, nach dem schwarzen Beil, kauft euch noch ein VG-Schwert. Dann
geht sie auf klingende Unendlichkeit. Danach ein Katalysator und dann Schleier der Todesweh. Warum Schleier der Todesweh? Ja, ihr seid dann Hauptsache kurze Zeit immun gegen Stunts und negativen Sachen. Und als letztes ein Blutdürster. Also, wenn ich so sehe, werdet ihr am Ende wirklich viel an Damage hauen. Pick a card. Ja. Das ist so die Stun-Karte wieder. Ja, Leute, als erstes, was ich maxen würde, wäre der Eske an eurer Stelle. Was ich wirklich noch empfehlen kann. Wenn ihr die den vierten Angriff habt von Twisted Fate, nimmt entweder die rote Karte. Also ich würde entweder die... Eigentlich würde ich die blaue nehmen, weil die am meisten Damage macht. Aber als Empfehlung würde ich die rote Karte nehmen. Ganz wichtig. Wenn ihr in Gefahr seid, würde ich die gelbe nehmen. Aber ansonsten immer wirklich die rote Karte nehmen. Ja, das war's eigentlich soweit von mir. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unter dem Video als Kommentar. Bewertet das Video. Euer Blaine. Ciao.